So, und jetzt geht es ums Krankenhaus. Mir gefällt im Krankenhaus ja am besten dieser Bereich um den Kiosk herum, wenn Patienten in gestreiften Bademänteln über ihre Lebertransplantation erzählen, die linke Hand am Infusionsständer, in der rechten eine halbe Bier. Und schlimm sind auch im Krankenhaus, muss man sagen, diese Pflichtbesuche, wenn man irgendeine Tante oder irgendeinen Onkel oder irgendwas besuchen muss. Und obwohl man den Onkel oder Tante schon 20 Jahre nicht mehr gesehen hat und diesen Zustand auch sehr geschätzt hat. Aber noch schlimmer sind eiskalt kalkulierte Pflichtbesuche und ein paar solche Sachen, die sich im Krankenhaus abspielen, spielen wir Ihnen jetzt einfach einmal vor. Meine Damen und Herren, dabei helfen werden wir Monika Gruber, Volker Heißmann und Martin Rassau. Bis gleich. Direktor, glaubst du das? Das sind wenigstens zwei weh. Da ist er ja, der Patient. Gell? Aber er schaut schon viel besser aus. Mei, der schaut aus wie das blühende Leben. Schaut er aus, gut, gell? Schaut er aus, gell? Ja, werden. Ja, du, Onkel Rudi, ja. Grüß dich. Grüß dich, Gott. Ja, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, Onkel Rudi. Ja, wie geht's uns denn heute, hä? Ja, mir? Ja, dir. Mir geht's gut. Ja, mir ist es nicht so gut gegangen. Letztes Mal, wo es mir so gut ging, da war ich im Puff auf der Reeperbahn. Aber so richtig. Der Onkel Rudi immer. Das sah gut aus. Immer. Wie war das genau im Puff? Du brauchst uns wirklich nichts vorzuspielen, Onkel Rudi. Wir haben die traurige Diagnose gehört. Ja, also wir waren wirklich betroffen bist, teilweise quasi sogar erschüttert. Absolut. Ja, weil wir so früh hätten wir mit dem Geld gar nicht gerechnet. Also, ich meine, ja, weil so mit sowas rechnet man doch gar nicht. Nein, ich meine, mit sowas rechnet man doch gar nicht, gell? Das wollte ich sagen. Ja. Ich sag immer, solange dir das Pfeifen steht am Morgen, hast du keine Sorgen. Das ist ganz gut. Auch. Ja, und da du keine Familie mehr hast, Onkel Rudi, schau, haben wir dir ein bisschen was mitgebracht zur Erbauung. Da schau hier, okay, die Bibel. Ja. Ach ja, leg's mich auf, die Bibel. Ja, da ist immer was dabei, das kann man lesen. Ich habe gerade schon so Lektüre gelesen. Ja, und da schau her, das habe ich extra für dich, habe ich einen Google-Hub, den machst du doch. Google, ich wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, das lassen wir uns nicht nehmen, ja, gell? Auf keinen Fall, ja, wir kriegen ja auch was dafür. Ich meine, er meint, wir würden ja alles für dich tun, Onkel Rudi, gell? Alles, gell? Ja, wirklich, das trifft sich gut. Mir juckt am Buckel gerade, vielleicht können wir jemanden. Ja, aber das Onkel Rudi, ja, sag doch was, der Friedhelm, mit Freude kratzt dir doch einen Buckel. Was? Mit Freude. Ja, selbstverständlich, mein Onkel Rudi, du musst doch bloß sagen, wo es genau ist. Unten, tiefer, ja, fester, weiter unten, ja. Und können wir sonst noch was für dich tun, Onkel Rudi? Sag's fein, gell? Ja, du, die Krankenschwestern, die wollen für die Operation eine Intimrasur wollen die mir machen. Mir wäre es aber lieber, wenn das jemand macht, den ich auch kenne. Oh. Jetzt probier erst einmal ein Stückchen von dem Kugelhub, Onkel Rudi, gell? Den magst du doch so gern. Ja, aber der ist ja so trocken, da brauche ich unbedingt ein Bier. Das haben wir jetzt vergessen, gell? Bier haben wir keins. Haben wir keins dabei, Onkel Rudi. Bier haben wir keins. Da geht der Kiosk. Bitte? Der Kiosk ist unten. Ja, da gehen wir sofort. Gehen wir zum Kiosk. Wer ist genau wir? Ja, du halt. Also. Und da holen wir dir ein Bier, gell? Zwei. Ja, nimm mir. Am Onkel Rudi nimmst drei halbe Bier, nimmst du drei halbe Bier? So viel krieg ich daheim das ganze Jahr nicht. Jetzt. Halt deinen Mund, du bist auch nicht gefragt, gell, Onkel Rudi? Alles, was du willst. Grüß Gott, kriegen Sie mal wieder einen Besuch, ja? Ja, ist mein Besuch, das ist mein Nichte und der Mann, der Nichterich. Die Erbschleicher, ja.
Wie bitte? Die Erbswurstsuppen in der Kantine war heute nicht gut. Erbswurstsuppen also, kann man jetzt nicht sagen Sie uns lieber, wie lange unser Onkel Rudi hier noch liegen bleiben muss. Ja, lang kann ich wahrscheinlich nicht mehr da behalten, weil ich keine Schwestern mehr habe, weil die kündigen alle, weil jeder bietet ihr 50 Euro, wenn es ihm die Intimrasur macht. Also, nein, 30 Euro und nicht alle, jeder nur die unter 30 sind. Die bringen 30. Ja, jetzt sagen Sie mal, wie schaut's denn aus? Wie schaut's denn aus mit dem Krebs? Mei, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Du soll ich vielleicht gleich, dass ich einen Termin beim Notar mache. Ja, ich hätte ja auch wissen müssen eigentlich. Wissen hätte ich müssen, ne? Wieso denn? Ich hab immer gesagt, in dem Lokal da zum fliegenden Teppich im Basing dürfen wir einfach keinen Krebs nicht essen. Der Was? Hummer taucht nichts und der Krebs taucht auch nichts. Was für Teppich? Was? Das ist eine normale Lebensmittelvergiftung mit einer größeren Alkoholproblematik. Aber da ist er bestens aufgehoben. Die Ärzte wissen, vor was wir reden. Wir kennen uns doch selber. Wenn ich nicht gestorben wäre, dann stirbst du gar nicht. Doch. Der stirbt schon irgendwann in 20, 30 Jahren, kratzt der schon ab. Jetzt brauche ich aber einen Schnaps. Also, ich meine, wir haben ja unsere Zeit haben wir ja auch nicht gestohlen, gell? Genau. Also jetzt gibt es her da und dann kann ich nur sagen, dann rufst halt an, Onkel Rudi, gell, wenn es dir wieder schlechter geht, gell? Wir melden uns schon, wenn es mit ihm runterwärts geht, ne? Ja, wir rufen an, aber was beim Anrufen? Beim Tierheim rufen wir an, weil die erben mal alles, jawohl. Das ist was, das Tierheim. Tierheim, es ist doch unglaublich, was für schlechte und elendige Menschen es gibt auf dieser Welt. Komm, wir gehen, Friedhelm. Wer hat den Puff noch mal? Friedhelm! Gott, ein armes Sau, hä? Prost.